Ja, hallo zusammen, hier wieder Liegestütz Challenge Tag 28. Kurze Info wegen dem Bundesrat gestern. Wir selber wissen auch noch nicht, ob wir jetzt zum 11. Mai zählen oder zum 8. Juni. Irgendwann ist nächste Woche der SFGV, das Schweizerische Fitnesszentrumverband, eine Sitzung. Und dort erfahren wir dann vielleicht mehr. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Aber bis dann tun wir euch weiter mit Trainingsvideo unterstützen. Und wir legen eigentlich jetzt schon wieder los mit dem ersten Satz. 30 Stück aufs Mal. He? Macht euch parat. Es könnte ein bisschen brennen in den Armen und der Brust. Und wir starten das einmal. Langsam in Position. Ihr dürft es auch schneller machen. He? Und wir machen 30 Stück. Go. So, das waren 30 Stück. Es waren 48 Sekunden, die ich jetzt hier hatte. Für die 30 Stück. Jetzt gibt es noch 3 Sätze. 3x5 Wiederholungen. Also, relativ lockere Sache. Und wenn jetzt die 3x5 Wiederholungen lockere Sache sind, dann machen wir doch nur 30 Sekunden Pause. Genau. Und wir haben schon wieder 20 Sekunden durch. Und dann können wir wieder positionieren für die nächsten 5. Und go! So, das ist mehr nur noch Auslaufen. Und morgen ist der zweitletzte Tag von der Liegestütz-Challenge. Morgen sind es 4x15. Bevor dem Sonntag näher 50 aufs Mal kommen. Haben wir schon überlegt, jetzt, weil wir weiterhin noch nicht eröffnen können, was wir sonst noch machen könnten. Vielleicht habt ihr einen Wunsch, was noch fehlt, was ihr gerne noch wettet. Schreibt euch das unten in die Kommentare. Und ja, holt noch, und noch etwas, holt nach dem Sonntag die Urkunde. Wieder 5 Wiederholungen. So, wäre wieder 5 gewesen. Dann kommt dann noch der letzte Satz und dann haben wir es dann für heute. Und dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis morgen dann wieder. Wenn es dann kommt, hören, langsam positionieren für die letzten 5 und go. So, das war's. Morgen wieder auf dem Kanal. Und nächste Woche hoffentlich mehr Info wegen der Zentreneröffnung. Bis morgen. Tschüss zusammen.